Hier spricht Radio Erevan. Hier spricht Radio Erevan. Allen böswilligen Verleumdern zum Trotz stellen wir ein für allemal fest, es gibt uns. Und wenn Sie es nicht glauben sollten, dann besuchen Sie uns einmal. Herein. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Как вы поживаете? Хорошо? Frage an Radio Erevan. Laufen freie Schriftsteller in Russland heute noch Gefahr, in Gefängnis zu kommen? Was heißt hier Gefahr? Sie fühlen sich dort wie zu Hause. What? Хорошо. Zusatzfrage. Haben Sie Schwierigkeiten mit den Fragen, die Ihnen gestellt werden? Nein, nur mit den Antworten. So, jetzt ist es 11.30 Uhr, halb 12, dann wird es Zeit für die Verkehrsübersicht von Bayern 3, bestehend aus einer Meldung für die Autobahn Würzburg-Nürnberg. Zwischen der Lastanlage Haid und Bamberg, Behinderungen durch eine Militärkolonne in Richtung Nürnberg. Es ist ja nicht zu übersehen, dass in der Bevölkerung die Angst vor einem Krieg in den letzten Monaten stark zugenommen hat. Scheinen Ihnen solche Ängste angesichts der tatsächlichen Weltlage übertrieben oder glauben Sie, dass man dazu wirklich allen Grund hat? Leider muss ich sagen, dass ich die Ängste nicht ganz unbegründet finde. Ich habe selber diese Besorgnis seit sehr langer Zeit. Und ich war immer ein wenig erstaunt, dass man sich die objektive Gefahr, dass es eines Tages zum Krieg kommen würde, so wenig klar gemacht hat. Das heißt nicht, dass es unbedingt zu einem Krieg kommen muss. Ich sage nur, die Lage ist nicht ungefährlich. Vielleicht sollten wir am Anfang gleich einmal die schlimmste aller denkbaren Möglichkeiten besprechen, nämlich die Gefahr, dass Westeuropa, die Bundesrepublik, in einen Krieg verwickelt werden könnten. Ich will einmal versuchen, dazu einige Fragen zu stellen, sozusagen in der Reihenfolge Ihres Auftretens. Die erste Frage, auf welche Weise könnte denn eine solche Verwicklung vor sich gehen? Ein direkter Angriff der Sowjetunion auf Westeuropa ist im Moment ja nicht sehr wahrscheinlich. Das stimme ich völlig zu. Ich meine, man weiß nicht, was geschehen wird. Sehr vorsichtige Politik gemacht. Und es wäre sicher eine sehr unvorsichtige Politik von sowjetischer Seite, jetzt plötzlich Mitteleuropa militärisch anzugreifen. Ich glaube auch nicht, dass es im Interesse der Sowjetunion liegt, das zu tun. Das Interesse der Sowjetunion, wenn ich richtig sehe, ist, und zwar sehr stark, die Wirtschaftskapazität von Westeuropa in einen engen Zusammenhang mit ihrer eigenen Wirtschaft zu bringen, am liebsten natürlich durch politische Herrschaft oder politischen überwiegenden Einfluss auf Westeuropa. Aber dieses wirtschaftliche Interesse, das vielleicht lebenswichtig für die Sowjetunion ist, da ihre eigene Wirtschaft nicht gut geht, würde nicht bedient, wenn die Sowjetunion versuchen würde, uns jetzt plötzlich mit Gewalt zu erobern und dadurch wahrscheinlich all das zerstört würde, was sie unzerstört brauchen würde. Gleichwohl, das ist nicht die einzige Gefahr. Und
wenn man es ungeschickt behandelt, ist es denkbar, dass es trotz besseren Wissens auf beiden Seiten auch hierzu kommen könnte. Deshalb finde ich, das Wichtige ist zu sehen, wie eine Politik aussehen muss, die die bestehenden wirklichen Gefahren nach Möglichkeit erstens sieht und zweitens dadurch einschränkt. Nun gibt es ja in diesem Zusammenhang die Formulierung, dass der Dritte Weltkrieg sogar schon begonnen habe. Und zwar dadurch, dass die Sowjetunion versucht, nicht Westeuropa zu erobern, sondern die Lebenslinien in den Griff zu bekommen, also die Öl- und die Rohstoffversorgung. Wenn man das einmal unterstellt, dass die Sowjetunion das will, würden Sie dann auch so weit gehen zu sagen, dass dies quasi einem Angriff auf unser Land schon gleich käme? Wenn man einen Angriff auf unser Land gesehen haben wird, dann wird man wissen, dass das einem Angriff auf unser Land nicht gleich kommt. Aber man soll sich natürlich nicht darüber täuschen, der Hegemoniekonflikt von Weltmächten geht weiter. Und in diesem Zusammenhang ist für die Sowjetunion die Chance, uns erpressbar zu machen, indem sie selbst den Griff auf das Öl legt, eine höchst naheliegende Politik und viel näher liegend als ein direkter Angriff auf uns. Und eine solche Politik ist ja wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren für die Sowjetunion im Prinzip möglich. Und es gibt auch Hinweise, dass gerade in dem nächsten Jahrzehnt es am wahrscheinlichsten ist, dass die Sowjetunion aktiv wird. Also so habe ich es eigentlich schon vor 10 Jahren angesehen, obwohl ich damals keine wirklich zwingenden Gründe für diese Meinung hatte. Und zu meiner unangenehmen Überraschung stelle ich fest, dass es mir jetzt mit sehr viel besseren Gründen wirklich so aussieht. Ich kann versuchen, die Gründe zu sagen. Ja. Ich muss dabei zunächst davon ausgehen, ich brauche keine Annahme über eine besondere Aggressivität der Sowjetunion für das, was ich jetzt sage. Die Sowjetregierung, die Russen sind gute Schachspieler. Die sowjetische Regierung, meine ich, behandelt, soweit sie kann, das weltpolitische Problem wie eine Schachpartie, die sie natürlich gewinnen möchte, wenn sie kann. Nun habe ich den Eindruck, dass die sowjetische Situation in Wirklichkeit heute in einer Reihe von Punkten sich als viel schlechter erweist, als vielleicht die Sowjetführung vor 15 Jahren erwartet hätte. Die Wirtschaft geht schlecht dort. Das Wirtschaftswachstum scheint praktisch zum Stehen gekommen zu sein und vielleicht geht es in Wirklichkeit rückwärts. Technisch können sie den Westen nicht einholen. Das ist inzwischen ganz klar. Der Westen bleibt technisch überlegen. China ist langfristig gesehen für sie ein Albtraum. Und die ideologische Überzeugungskraft für zum Beispiel die Sozialisten in der ganzen Welt haben sie nach und nach verloren. Ich weiß nicht, ob es noch viele Sozialisten in der Welt gibt, die die Sowjets für Sozialisten halten. Ganz zu schweigen davon, dass sie sie für Freunde der Freiheit halten. Das heißt, die sowjetische Position beruht heute zu einem großen Teil auf der einen Sache, die sie erreicht haben, ihrer großen militärischen Stärke. Nun kommt der Augenblick, in dem in Amerika die frühere Nachgiebigkeit gegenüber der Sowjetunion umgekippt ist, in eine Entschlossenheit der Sowjetunion zu widerstehen und zu diesem Zweck aufzurüsten. Wenn Amerika will, wird es auf die Dauer stärker rüsten können, als die Sowjetunion kann. Und das heißt, dass sogar die relative militärische Stärke der Sowjetunion in Gefahr ist, in 10 Jahren wieder zu verschwinden. Das würde bedeuten, wenn die Sowjetunion aktiv werden will, politisch etwas ernten aufgrund dieser militärischen Stärke, müsste es in den 80er Jahren geschehen. Das ist mindestens eine sehr naheliegende Meinung. Ich habe diese Meinung seit längerer Zeit und ich sehe, dass eine ganze Reihe von anderen Leuten genau dieselbe Meinung hat.
Kissinger hat das neulich einmal in seiner Brüsseler Rede so ausgedrückt und manche andere. Also ich glaube, an dieser Meinung ist was dran. Und wie gesagt, dazu genügt es anzunehmen, dass sie vorsichtig Schach spielen. Dazu ist es nicht notwendig anzunehmen, dass sie wild und übermütig werden. Welche theoretischen Möglichkeiten gäbe es denn, eine politische Ernte einzufahren aufgrund der militärischen Überlegenheit? Die Sowjetunion ist heute militärisch jeder asiatischen Macht überlegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Sowjetunion eine Reihe von asiatischen Interessen hat, die sie bereit wäre, entweder durch militärischen Einmarsch oder durch militärische Drohung zu erfüllen. Das beginnt mit der Frage des Verhältnisses zu China, schwierige Frage, und das für uns Wichtigste in diesem Zusammenhang ist sicher die Region des Persischen Golfs, eben das Öl. Es gibt Leute, Wirtschaftsfachleute, die meinen, dass die Sowjetunion nahöstliches Öl für sich selbst in den 80er Jahren dringend brauchen werde, unabhängig davon, wenn sie etwa eine Kontrolle über das nahöstliche Öl gewinnen könnte, dann hätte sie ein Druckmittel gegen uns und gegen Japan, gegen uns Europäer und gegen Japan, das doch sehr stark wäre. Man kann sich gar nicht leicht vorstellen, welche Reaktionen jetzt speziell uns, aber auch dem gesamten Westen in einer solchen Lage zur Verfügung stünden. Das ist eben schwierig. Die Russen haben einfach den berühmten Vorteil der inneren Linie. Die große Landmacht, noch dazu mit dem modernen Pendant zu riesiger Kavallerie, nämlich riesigen Tankarmeen, Panzerarmeen, kann natürlich im Prinzip in Asien hinfahren, wo sie will. Und es war unser Leichtsinn, dass wir uns eingebildet haben, wenn wir nur so über See Verbindungswege haben, dann können wir für immer garantieren, dass das Öl, das uns eigentlich nie gehört hat, immer für uns fließen wird, wenn wir es nur wollen. Das war schon gegenüber den arabischen und persischen Nationen höchst leichtsinnig. Es ist erst recht leichtsinnig, wenn die Russen dahin fahren können. Wir sind also an dieser Stelle extrem verwundbar, ohne eine unmittelbar einleuchtende Möglichkeit, uns wehren zu können. Kann man das so zugespitzt sagen? Ich neige im Ganzen dazu, nachdem ich Gefahrenpunkte genannt habe, sie nicht zu überspitzen. Wir sind an dieser Stelle verwundbar. Dagegen kann man etwas tun, indem man andere Energiequellen entwickelt, indem man versucht, auf Öl von anderen Gegenden umzusteigen und indem man das höchst Notwendige tut, dass man besser Energie sparen lernt. Aber dies alles reicht nicht aus, nachdem wir uns so abhängig gemacht haben. Für die Sowjetunion wäre der Versuch einer wirklichen politischen Kontrolle über das persische und arabische Öl auch eine große Unternehmung und eine schwierige. Und ich kann mir vorstellen, dass man eine Politik im Persischen Golf macht, die dort so sehr für Ruhe und Gleichgewicht sorgt, dass vielleicht schließlich für die Russen der Eingriff dort politisch doch zu riskant scheint. Aber ich kann es nicht ausschließen, militärisch können sie es. Sie militärisch daran zu hindern, mindestens in Persien, scheint mir sehr schwer. Und sie an einem Übergriff nach der arabischen Seite zu hindern, der jedenfalls uns vom Öl abschneidet, kommt mir auch militärisch sehr schwer vor. Wenn man jetzt vielleicht wieder einmal die schlimmste aller denkbaren Möglichkeiten ansieht, nämlich dass es zu einem Krieg kommt aufgrund solcher Aktionen und einem Krieg, der sich auf welche Weise auch immer dann auch auf Westeuropa ausweiten würde, dann wäre es wahrscheinlich jetzt notwendig, erst einmal einen Blick auf die NATO-Strategie zu werfen. Der Name ist Flexible Response, also abgestufte Vergeltung oder abgestufte Reaktion.
Aktion. Vielleicht könnten Sie den Grundgedanken dieser Strategie zunächst kurz erläutern. Ja, das will ich also gern tun. Nun, das ist nun eine Strategie, die ausgeht von der Frage, ob es in Europa zu Kriegshandlungen kommen wird. Eine etwas andere Frage, als die wir vorhin hatten, aber das hängt ja zusammen. Ich mache gleich eine Bemerkung dazu. Nicht nur der wirklich in Europa geführte Krieg muss als Möglichkeit erwogen werden. Es ist ebenso gut möglich, dass die andere Seite mit einem Krieg droht, derart, dass wir im Westen nicht wagen, dieser Drohung zu widerstehen und zu einer Kapitulation uns nötigen lassen, ohne dass wir den Krieg ausprobieren. Dies alles muss mitgedacht werden. Nun, die NATO-Strategie der flexiblen Reaktion ist zunächst zu erklären durch die besondere Lage, dass die Sowjetunion eine sehr große Überlegenheit in der Tankwaffe seit langer Zeit besitzt, immer weiter gebildet hat und dass die NATO sich niemals hat entschließen können, im konventionellen Bereich so zu rüsten, dass wir konventionell einen rein konventionellen Angriff abwehren könnten. Die Folge ist, dass die NATO seit langer Zeit genötigt ist, damit zu drohen, wenn ein überlegener konventioneller Angriff gegen uns gefahren würde, als erste nukleare Waffen einzusetzen. Nicht etwa die großen strategischen Waffen, sondern sogenannte Gefechtsfeldwaffen oder allenfalls sogenannte Theater Weapons, das heißt also Waffen, die den Kriegsschauplatz Europa überstreichen, aber nicht den Atlantik überqueren. Die Theorie der flexiblen Reaktion heißt, die NATO müsse imstande sein, jeden denkbaren Angriff des einzigen möglichen Gegners, das heißt des Warschauer Pakts, zu entgegnen mit einer angemessenen Reaktion, die verhindert, dass in dieser Stufe der Gegner einen durchschlagenden Erfolg gewinnt, die ihn also nötigen würde, aufzusteigen, zu einer höheren Stufe der Eskalation, größere Waffentypen einzusetzen, auf welche man wiederum bereit wäre, zu reagieren mit einer angemessenen Reaktion. Das ist eine Drohung, die eine gewisse Pointe darin hat, dass man nicht genau sagt, wie man reagieren wird. Und das ist eine Drohung, die meinem Empfinden nach auch heute mindestens die Idee eines Angriffs auf uns sehr unattraktiv macht. Denn wie gesagt, die russische Politik ist im Prinzip vorsichtig. Nun hat diese Strategie, wenn man sie jetzt nur nach innermilitärischen, logischen Gesichtspunkten betrachtet, ja eigentlich die notwendige Konsequenz, dass man auch bis zur höchsten Stufe der Eskalation gehen würde, was in diesem Fall bedeuten würde, die Amerikaner müssten ihre strategischen Kernwaffen einsetzen. Und gerade an diesem Punkt haben Sie und hat auch Henry Kissinger erst vor kurzem ganz deutliche Zweifel angemeldet. Also diese Zweifel halte ich für berechtigt und schon sehr lange. Dass Amerika bereit sein würde, die strategische Waffe, die interkontinentale Waffe einzusetzen, für einen anderen Zweck, als um einen Angriff auf Amerika abzuwehren oder zu bestrafen, ist mir seit 7 bis 10 Jahren in immer wachsendem Maß zweifelhaft. Denn das heißt doch die Drohung mit Mord und Selbstmord. Drohung mit Mord ist schlimm genug, aber wer wird schon mit Selbstmord drohen, solange er es vermeiden kann? Das heißt, dies ist zwar im Programm der flexiblen Reaktion geschrieben und es ist vielleicht ganz gut, dass es da drin steht, weil man ja doch nicht weiß, ob es nicht vielleicht gemacht werden würde, aber Kissinger hat, als er im September 1979 diese berühmt gewordene Rede in Brüssel hielt, in der er darauf hinwies, dass Amerika vermutlich diese Waffe zum Schutz Europas nicht einsetzen würde, bei den Sachverständigen kein Staunen ausgelöst über seine Behauptung, nur Staunen darüber, warum er es genau damals gesagt hat.
Ich weiß, warum er es gesagt hat. Er wollte die Europäer zu einer größeren Rüstungsanstrengung veranlassen. Sagen, ihr müsst selber was für euch tun, denn an dieser Stelle dürft ihr nicht rechnen, dass wir für immer die Lebensgefahr auf uns nehmen, um eure Bequemlichkeit zu schützen. Denn so stellt sich das von amerikanischer Seite her ja dar. Ist mit diesem Verzicht auf die letzte Stufe der Eskalation nicht die ganze Strategie der flexiblen Vergeltung entscheidend durchlöchert? Also, ich habe seit langem gesagt, dass ich das bedenklich finde. Und insofern drücken Sie hier nur etwas aus, was ich seit langem meine und auch sage. Gleichwohl ist sie natürlich nicht völlig zerstört, denn dieses Ganze ist ein Spiel mit Ungewissheiten. Und ich komme nochmal auf den Punkt zurück, die traditionell vorsichtige russische Haltung wird dazu führen, dass man von russischer Seite nicht leichten Herzens die Probe auf ein so gefährliches Exempel macht. Aber ich gebe zu, schon allein die Drohung von russischer Seite, sie könnten die Probe aufs Exempel machen, könnte bei einer weniger stabilen politischen Lage in Westeuropa, als sie heute herrscht, unter Umständen dazu führen, dass das westeuropäische Bündnis politisch nicht standhält. Da muss man aufpassen. Nun scheint mir die Sache auch noch eine zweite schwache Stelle zu haben. Selbst wenn man mit dem Einsatz der amerikanischen strategischen Waffen sicher rechnen könnte, dann würde ein solcher Krieg ja das Ende Europas bedeuten. Und die ganze Konzeption gibt also auch nur dann einen Sinn, wenn die Europäer bereit wären, im Ernstfall, wie Sie eben sagten, den Selbstmord in Kauf zu nehmen, also den totalen Untergang zu riskieren. Ist eine Abschreckung, die mit Selbstmord droht, im Prinzip denn überhaupt glaubwürdig? Also ich kann hier eigentlich auch wieder nur sagen, sie ist nicht so unglaubwürdig, dass man von russischer Seite leichtsinnig riskieren würde oder sollte, ob sie eingesetzt werden wird oder nicht. Sie ist aber auch nicht so glaubwürdig, dass man darauf rechnen könnte, dass nie ausprobiert wird, ob wir es eigentlich auch tun. Wenn man sich diese Sachlage so vergegenwärtigt, Herr Professor von Weizsäcker, wie Sie das jetzt dargestellt haben, dann liegt natürlich eine Frage sozusagen in der Luft, nämlich die Frage, ob ein deutscher Bundeskanzler überhaupt je, wenn man jetzt einmal die Befehlsstruktur der NATO außer Acht lässt, einen Befehl zur Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland geben kann. Er riskiert doch, egal auf welche Weise dieser Krieg ablaufen würde, nur die Zerstörung des Landes und möglicherweise sogar den völligen Untergang. Muss man sagen,